Was ist denn jetzt schon wieder los? Stille Nacht. Heilige Nacht. Das ist weder still noch heilig, was da unten vor sich geht. Und von der Nacht kriege ich auch nichts mit. So hell, wie das da unten wieder leuchtet. Zum Kuckuck diese... Na. Weib, was hat sie denn nun schon wieder? Haben die Leute da unten ihren Spaß und mein Weib nicht dabei eingeladen? Papalapap. Seht doch nur selbst, Israel. St. Georg hat schon längst 10 geschlagen. Die Bocholter und womöglich auch noch einige Gelderländer stehen direkt vor unserer Türe und besaufen sich. Aber, vom Besaufen kann doch gar keine Rede sein, Weib. Wenn ich mich recht erinnere, hat euch der Glühwein mit Gerlinde des Scharfrichters Weib auch schon gut geschmeckt. Die kamt ja kaum noch unsere Treppe hinauf. Glühwein? Ich? Ihr irrt, Israel. Und aufwärmen muss ich mich nun wahrlich nicht, bei diesen lauen Temperaturen. Wie Café del A, nur ohne Regen. Aber einkaufen, das könnt ihr wie keine zweite. Wenn ich daran denke, was ihr schon für einen Krimskrams angeschleppt habt, bei den 56 Hütten ist doch bestimmt wieder reichlich Glitterzeug für euch dabei. Mag sein, ich hab schon einiges gesehen. Ist ja auch reichlich kahl bei uns. Außerdem, tut mal nicht so. Wenn ich vom Weihnachtsmarkt komme, seid ihr doch der Erste, der seine Nase in die Tüten steckt. Ob heimische Marmelade, Pralinen oder Kekse, vor euch ist doch nichts Süßes sicher. Na, dann bringen Sie eben mal was Herzhaftes mit. Flammkuchen oder Reibekuchen. Aber auch was Süßes braucht das Herz. Denken Sie nur an die leckere selbstgemachte Marmelade, die etwa die Farmi für mildtätige Zwecke anbietet. Zumal wir jetzt dank Europa sogar wissen müssen, was da alles drin ist. Aber mal ehrlich, kommt bei euch nicht auch ein bisschen Weihnachtsstimmung auf? Mit der großen Holzpyramide und den vielen kleinen Ständen in den Einkaufsstraßen. Dazu die Musik von Swing and More, dem Instrumentalkreis Lovig, Django Flint, den Gospel Friends, Camilla Daum und vielen anderen. Erinnert ihr euch, wie die Menschen in den vergangenen Jahren mitsangen und mitschunkelten? Ja, gut, das stimmt. Der Weihnachtsmarkt ist schon hübsch und tausendmal schöner als noch das Schützenfestzelt mit der Handy-Oberschalenbörse auf dem Liebfrauenplatz vor 10 Jahren. Na seht ihr, bei den vielen Weihnachtsmärkten in der Region braucht sich Bocholt nicht verstecken. Ob Schatzsuche auf dem Ostermarkt, verkaufsoffener dritter Advent, ja sogar der Nikolaus höchstpersönlich kommt zum Weihnachtsmarkt. Natürlich nicht, ohne die blank geputzten Stiefel der Kinder zu füllen, die sie zuvor in den Geschäften der Nordstraße abgeben konnten. Was meint ihr? Sollen wir doch auf eine Tasse Glühwein heruntergehen? Den Nachtwächter und die Kräutermarkt Marie habe ich auch schon gesehen. Und vielleicht treffen wir noch den Scharfrichter Schweppes und sein Weib Gerlinde. Oder ein paar Ratsherren. Bis 11 haben wir ja noch Zeit. Also Glühwein trinken Gerlinde und ich seit damals ja nicht mehr. Aber ein kleiner Lumumba oder Eierpunsch, das kann ja nicht schaden.